zu machen. Und nur dann. So, wenn der Nemotrans herumstreikt. Hier kommt das Öl rein. Oh, ja. Ah, nee. Müssen wir das bis nach machen und dann da das Signal setzen. Natürlich auch toll. Und du kannst jetzt bitte wieder umdrehen. Und jetzt blockieren sich nur noch die beiden Züge da, weil was an der Seite dürfte, also drehst du dich jetzt auch noch einmal um. Solche alten Signale machen mir da das Leben schwer. Ja, manchmal ist das so. So, der hakt Okay, hier also so dreht ihr euch jetzt voll ins. lustig gegenseitig. Ja, das ist lustig und jetzt drehst du nur um. Und jetzt haben wir das gelöst. Super. Jetzt sollten wir auch wieder genug Holz bekommen für unser Papier. Ah, das sieht schon besser aus. Nummer 5, 1, 2, 3, 4. Genau, wieder Oh, die Tür zwischen. Verkehr im Kreuz nimmt zu. Die Kirche wurde eröffnet. Was mache ich meine Personen? Büsse. Auch die So, Rundstrecke ist da, immer noch am hier. Ablösen. Der ICB macht gut Bus. Das ist auch. Oh, der Strecke kann auch meinen Bus vertragen. Neun. Oder, nicht der ICB kann meinen Bus vertragen, weil da ist Lade einfach die Boden Kohle, offen. was für ein Zug hast du? Oh. Oh, wir haben jetzt den neuen Bus. Soll ich den neuen Bus einsetzen? Der ist billiger und weniger Och, Passagiere, aber ist auf jeden och, Fall schneller. och. Zugprobleme, also Zugprobleme. Auf meiner perfekten Map gibt es halt keine Zugprobleme. Er hat ja geschrieben, dass du ein Zugproblem hast. Er hat eher ein Zugproblem. Gleich muss ich auch Ich mal habe ein kurz gucken. Zugproblem. Ich habe doch Nicht keine. du, er. Ja, ich sag ja. Und du hast dann geschrieben, du kannst, ich kann nicht helfen, weil Abriso sowas nicht kann. Ne? Ja klar, komm zu uns, Abriso kann sowas nicht. Ah, Leute, Leute, ja. So, ich muss hier weiter Du weißt doch, ich muss doch immer wieder wegen in dich hereinsticheln. ja, ist ja auch vollkommen okay. So, pop. Am besten so mit dem Messer ins Herz. Ja, und dann aber noch umdrehen, ja, sonst macht's keinen Spaß. Also das Messer drehen. Dann mussten wir doch mal all die alten Büsse raus. Hier den nächsten, damit auch überall gleichmäßig Druck auf der Leitung halbwegs ist, deswegen diese Pumpen dazwischen, weil sonst läuft Oh, das nicht zu 100%. 400 Minuten. Oh. Wird auch ausgemustert Da und gibt es nur geschrieben. einen, der mir helfen kann, und das ist der Joker. Vierhundert Züge pro Minute. Alter! Was denn das für eine Map, wo du 400 Züge hast? Jetzt ist Abrisus neidisch. Na toll. Nö, 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 da bin ich nie neidisch. Das ist einfach dann für meinen Geschmack nicht ganz richtig geplant. Also, Die Map muss er uns mal zeichnen. das Ja. sowieso. Also, das Vielleicht sowieso. noch. Also, wenn du da auf den Discord kommst und wir quatschen, also die Map hätte ich auch Bock, durchaus mal als Let's Show zu zeigen. Das wäre schon was. Also ich hatte ja schon ein, zwei Maps mal gezeigt von anderen. Die Ziele sind 30 km/h. Ja, ja du. Ja, nettes Ziel, ja, na klar. Coole Sache. Und das mit Zügen oder wie soll das aussehen? Also gar nicht so wie ich auf Drohne, sondern nur Züge oder was? Also machst du dieses Cityblock eigentlich? Das wäre ja eher noch die Frage, weil 400 Züge klingt wie Cityblock und
Eine Lok, ein Waggon pro Zug, weil wie kommt man sonst auf 400 Züge? Das erinnert mich so ein bisschen an Winterhaus Fließbandmap. Ja, genau. Da waren es halt die Fließbänder und nicht die Züge. Lass mich raten, vorne eine Lok, dann 6 Waggons und hinten eine Lok. Ja, müssen ein Waggon und eine Lok. Ja, eben. Und dann macht man schon alle richtig Tricks falsch. Sind erlaubt. 2 Loks, 6 Waggons pro Zug. Alter Schwede. Ja, 400. Also wie gesagt, ich kann dich nur einladen zu uns auf dem Discord, dann zeig mal deine Map. Wäre interessant, das mal zu sehen, ja. Weil, mit wie vielen Zügen komme ich hier gerade aus? 3, Nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 müssten das ja sein. Nee, 26 Züge in Summe, also 19 Linien, aber 26 Züge. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Züge. Ich bin da in komplett anderen Stunde. Na, selbst in Simotrans musst du erstmal 400 Züge auf Fahrt schaffen, also ist auch schon eine Hausnummer. Jetzt habe ich erstmal aber sind das City Blocks? Also, baust du da dieses City Block System Sahne mit Bohnen oder was für ein Art baust du und was meinst du mit Tricks? Meinst du Mods? Weil ich spiele ja hier Vanilla gerade auf der Map und Tricks klingt für mich nach Mods. Da ist gerade jemand gekommen. Ich aktiviere ihn mal hier als Crewman. Ich weiß nicht, ob das Sahne mit Bohnen ist. So. Also Netramira. Herzlich willkommen. Ich schreibe jetzt auch gleich mal was hier noch nebenbei. Netramira, genau. Meine Zuschauer, was mit einem Zuschauer von einem Livestream? Ja. Mal gucken, ob er sich gleich in den Chat hier, also in live rumgequatsche, wagt. Wenn, dann sind wir etwas weiter unten in der linken Spalte im Livestream. Ich habe 700 Paletten Bücher. Boah. Ich habe 700 Paletten Bücher. Eieiei, wer liest denn das? Vor allem 700 Paletten Bücher verbraucht die Bücherei in dem Ort pro Monat. Ich würde mal sagen, da kommt ein zweiter Zug auf die Strecke. Oh ja. Ich hoffe, dass das jetzt nicht schon wieder zu einem Lock kommt. Das wäre natürlich dann wieder nett. Vor allem Buch 1. Mit der Liniennahme. Okay. Meine Kuh macht Minuten, war das Anzeige wieder. Sahne mit Bohnen, wie du kennst euch doch schon. Nicht so wirklich City Blocks, aber keine Mods. Vanilla und 400 Züge. What? Also, ja, wie viele Spielstunden hast du da in der Map jetzt schon drin? Die Blocken 37 wahrscheinlich auch lustig. Wenn das realisiert ist, dann auch wieder eine Sache. Ja, eben, es muss ja eine Funktion am Ende haben. Ich wollte so sagen, sind wir auch einmal angekommen. Ich brauche einen Bücherzüge. Der steht fest. Und ich brauche noch Holz. Warte, warte, warte. Also das letzte, was er geschrieben hat, so um die 200 plus nochmal 120 auf der, wo ich die Blueprints getestet habe.
Bedeutet also, das sind zwei unterschiedliche Maps und du hast eine Map, wo etwas über 200 Züge fahren. Verstehe ich das jetzt richtig? Und die andere Map ist nur zum Austesten. 200 Stunden. Ach so. 200 Stunden. Boah, okay. Das Ich weiß gar nicht hier auf der Map. was ich dir nicht gesagt habe, Stunden und Bezüge. Naja, So Stunden in Factorio habe ich ja gerade mal noch nicht mal 1000. Ich bin noch 40 Stunden von den 1000 in Factorio also ich entfernt. habe auf der Map Abwesend. 120 Stunden. Factorio. Zuletzt gespielt am 20. Dezember. Ja. Noch vor Weihnachten. Das war, glaube ich, sogar unsere Beziehung, müsste das gewesen sein. Ja, das war die, ne? Ich spiele zu wenig Factorio in meinen Stunden, die ich darin habe. Ein zweites Ach, eisgesprungenes die Spiel Charity, ist. die war super. Aber ich habe 590 Stunden Space Engineers. Und das sind 100 in Kerbal Space Program und 444, ja, 444 Stunden in Avorion. Jo. Ich habe zu viel Freizeit. Wer weiß, wie viel ich noch in Minecraft Simulator gesteckt habe. Gut, ich sollte jetzt mal langsam wirklich das Jahr zum Ende kommen lassen, weil die Aufnahme geht schon 1 Stunde und 12 Minuten. 1 Stunde und 11 Minuten. Was? 444 Stunden und 1 Stunde und 11 Minuten. Na toll. Wir sind jetzt heute im Schnapszahlenkabinett. Ja, ich zumindest. Weil du knapp cutten musst. Hier, ich muss mehr im Durchschnitt die Zeit Klick halten. auf nach dem weiteren. Na, bedeutet, wir brauchen das Ganze nochmal hier Wie sieht es aus. eigentlich hier unten aus? Die Zugstrecke ist schon fast fertig gebaut. Da fehlt schon gar nicht mehr viel. Das ist doch schon mal nett. So, bedeutet. Nochmal mit dem Landfill Bedeutet, du kannst runtergehen. wieder runtergehen und mit Lenthal auffüllen. Ja, genau. Oh, da wird man wieder Kupfer eingeladen. Ja. Der Kupferzug ist Ah, ja gerade schon. gesehen, wie die Tonblumen sind. Ja. Hier fliegen sie ja auch wie bekloppt. Allein in der Kupferschmelze sind ja jetzt auch mittlerweile 2000 Logistiker-Drohnen unterwegs. Wie viel sind denn eigentlich in der Eisenplatten? In der Hier nochmal Eisenplatten erst 8000 Glas. verfügbar. Aber nichts schlägt das EZL mit seinen 28.000 Drohnen. Muss dazu sagen, Aprilius ist ein kompletter Drohnenfanatiker. Hallo, ich verbiete mir dieses Wort Fanatiker. Ich bin Drohnenfetischist. Das klingt geiler. So. Ich weiß immer, womit man dich aufziehen kann. So, jetzt muss ich erstmal mir einen Weg Du bahnen. bist ein Drohnenfetischist, du bist ein Drohnenfaschist. Der kam von ganz tief unten. Oh Mann, ey. So, der kann erstmal wandern. Oh, schon die dritte Kirche, die eröffnet wird, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Was sagt der Strom? Der ist auch schon wieder fast aufgeladen. Ja, Und schau doch mal dann auf deine Solarkraftwerke, ob die aufgeladen ist. mit Brises. 357 Megawatt machen die. Also es Ich ändert sich könnte gerade nicht. es möglicherweise schaffen, ein Betriebsgewinn von 1 Million schon im 2. Jahr zu haben. Krass. Respekt. Also aktuell bin ich bei 930.000 Ende November. Also wenn ich Okay. jetzt nochmal 70.000 im Monat raushole, was, wenn man meinen letzten Monat anguckt mit 100.000, 121.000, um ganz genau zu sein, wird das nicht schwer. Ja. Schön, schön. Stimmt, auch. Stimmt Ich auch. habe nochmal einen weiteren Holzzug draufgepackt, damit meine Papierfabrik irgendwann auch mal auf durchgehend läuft. Meine Druckerei noch mehr Bücher produziert, welche ich gar nicht alle Verbrauchen bekomme. kannst, genau. Das ist der Verschifft, Plan. bekomme. Nicht verschifft, sondern verzug. Vor allem haben wir Züge auf der Buchstrecke. Doch aktuell 2 Züge und die reichen offensichtlich nicht aus. Weil ich habe dieses Jahr eigentlich einfach nur um diese eine um eine Zugstrecke Ding ist ein bisschen komplex geworden.
Okay. Aber ja. Ich habe mich jetzt nicht um den Personentransport gekümmert, außer dass ich den neuen Bus genutzt habe, welcher mir sehr günstiger ist. Schneller, wieder ein paar weniger Passagiere. Ich glaube, das günstiger und schneller macht es dann wieder raus. Jo, warum nicht? Manchmal, als ich den gestartet habe, einen Konvoi von drei Bussen auf dem Intercity Pass. Waren dann drei dieser Busse nacheinander mit jeweils 33 Passagieren. Also hatte ich einen Konvoi von 90 Leuten, die einfach zur Endhaltestelle wollten. 90 Leute wollten zur Endhaltestelle. Das muss Ja, man sich mal vorstellen. man muss sich auch das Ende mal angucken. Das Ende ist gerade bei mir sowas von nicht überlastet. Also die neuen Busse haben da was. Also bei mir ist es bei Person alles nicht überlastet. Das ist Okay. schön. Aber gucke mal, ich habe gerade gesehen, die Session habe ich angefangen mit über 800 Speed-Modulen 3 Bedarf. Und jetzt bin ich bei unter 700. Also, wenn das so weitergeht, brauche ich halt noch 7 Sessions und dann ist, oder 6, man produziert dann immer mehr, und die ganzen Speed-Module sind schön verteilt. So, wir haben jetzt gleich Weihnachten. Was? Dann ist Schon? es ja, 24. Dezember 1921. Okay. Oh, Und braucht wir er haben von es mir schon geschafft. Wir haben wieder Folie unseren 3 zu Konto tragen. stand in den Fuß gebracht. Und noch 30.000 von dem 1 Million Betriebsgewinn entfernt. Kommt schon Ölzüge. Holt dann noch was raus. Werde natürlich nochmal. Geil, zum Ende des Jahres 1 Million zu knacken. Du musst erst Landfill legen. Ja, Ab ich hab's. Screenshot. hier. Ich Eine wollte Million. Ja. erstmal herzlichen Glückwunsch zur Million. Ich wollte hier erstmal ein Radar setzen. So. Und jetzt das Landfill. Super. Oh, er Action. hat sich einen Bedarf von 120 Produktionsmodule 3 ausgerechnet. Gut, Abrisus ist ein bisschen mehr, als du wir brauchst. sind. Wir machen jetzt mal Finanzbericht, Börse macht mit Eurogaming. Wir haben es jetzt natürlich ganz tragisch. Die 1 Million sind wieder weg, weil noch 5 Tage im Jahr übrig waren. Wir haben aber trotzdem 981.500 Betriebsgewinn. Abrisus, da unten hast du noch ein Stück, wo Mega. du wollen musst. Das ist. Ja, Das ist schön. ich wollte. Ja. Warte. Ich wollte erstmal hier anhalten und gucken, ob die Breite so passt, weil die passt nämlich so. Das geht so hin. So. Das hat, natürlich. Laut, es erklärt auch einiges, warum ich so wenig Geld letzten Monat gemacht habe, weil meine Marge bei 9% war. Wie auch immer das passiert ist. Im Dezember einfach mal Deadlock. 9%. Deadlock. Deadlock, sage ich nur. Das ist gut möglich. Ich schaue gerade mal nach. Ja, gut. Ja. Ja. Egal, ich hatte meine 1 Million, gut ist. Und Marge, okay, 3% weniger als im Vorjahr, das ist bestimmt jetzt auf den letzten Und Monat wie tief willst du da jetzt noch zurückzuführen. runtergehen? Bruttogewinn, okay, Bis mein ich Bruttogewinn. beim Wasser bin, praktisch gesehen. Mein Erstmal, Bruttogewinn ist gut. weil dieser ganze Bereich ist im Zweifel fürs EZL hier reserviert. Unter dem Ölfeld werde ich frühestens die Strecke nach links dann machen. Und vorher kann der hier sich austoben mit Ausbau der Zugstrecke. Da. Oder Ego weil es von tatsächlich, dass ich meinerseits sagen, dann ich will unbedingt da unten eine drauf. Kreuzung setzen oder so. Ja, das will ich ja auch. Aber halt, okay, da ist Ende im Gelände. Erst hier unter diesem Ölfeld 5, also 005, unter dem Ölfeld dann frühestens nach links. Also eine Kreuzung setzen, dass dann dort eine Zugstrecke geht, frühestens da. So.
Hier das Ganze nach oben. Zack.